So meine Freunde, ähm, ich mache erstmal mal kurz die Musik leiser, dass sie mich auch hört. Äh, die soll natürlich nur im Hintergrund so ein Stück weit sein. Ja, äh, es ist kein, ich habe gerade schon gelesen, 90 Minuten oder äh, Clickbait. Nein, beides völlig falsch und auch völlig bescheuert, äh, der Kommentar, by the way. Äh, Marvin Dux ist aus dem Kader gestrichen worden. Äh, gegen Paderborn wird er nicht mit dabei sein. Äh, das Ganze wurde vor wenigen Minuten verkündet, also es ist auch offiziell bestätigt. Diese Meldung kam von Werder selber rein. Also ist jetzt auch nichts, wo wir jetzt irgendwie sagen können: Oh ja, gut, vielleicht kommt das, wird das gleich irgendwie nochmal revidiert oder so. Nein, Marvin Duksch wurde gestrichen. Äh, Gründe dafür äh, werde ich euch jetzt gleich auch nennen, beziehungsweise die, die eben offiziell verkündet worden sind. Ihr habt dann die eigene Möglichkeit, natürlich auch hierbei wieder abzustimmen, ob ihr diese Entscheidung nachvollziehen könnt, richtig findet. Oder ob ihr eben sagt, nee, äh, das äh, hätte ich nicht gemacht. Am Ende bestraft man sich vielleicht selber am meisten damit. Beides ist natürlich möglich. Ähm, wir werden aber, wie gesagt, jetzt erstmal auf die Werder-Seite gehen und uns das Ganze mal angucken, so hier Marvin Duxch im, äh, gegen Paderborn nicht im Kader, ist natürlich eine krasse Botschaft, wenn man da mit bedenkt, dass ähm, vorhin erst gepostet worden ist, dass Grosso fehlt und auch und das viel schlimmer, Marco Friede auch fehlt, ganz ganz bittere Nummer ähm, ja da weiß ich auch nicht. Äh, hier ist die Meldung von Werder Bremen selber werde ich euch unten verlinken. Äh, könnt ihr euch dann im Nachhinein auch durchlesen oder ihr geht einfach selber auf die Werder-Seite, lest euch das Ganze durch. Ähm, Grund dafür ist folgendermaßen und zwar zitiere ich jetzt mal kurz: Der Stürmer verpasste am Sonntag den größten Teil der verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen und nahm nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teil. So und aus diesem Grund. Wurde er gestrichen aus dem Kader? Jetzt gibt es natürlich zwei Faktoren, die hier sehr entscheidend auch sein können. Zum einen, warum hat er diese Regenerationsmaßnahmen nicht mitbefolgt? Im Grunde genommen heißt natürlich auch Regenerationsmaßnahmen, dass, äh, dass die Jungs, vielleicht dann sich in, in, im Weserstand im Massageraum treffen, ähm, ein bisschen mit dem Physios arbeiten, äh, eventuell auch so ein bisschen, ich sag jetzt nicht, nicht Ausgangsverbot, aber halt zu Hause bleiben sollen. Da gibt es verschiedene Regenerationsmaßnahmen. Äh, Fakt ist aber, wie hat er die gebrochen oder warum hat er an allem nicht teilgenommen? Ist er irgendwie draußen auf einmal mit irgendwelchen Leuten über den Freimarkt gegangen? Äh, war er unterwegs? Hat er sein eigenes Ding gemacht und darauf irgendwie dann geschissen, oder was genau ist da passiert? Das wissen wir nicht. Das ist, ja, ist einfach nicht dabei. Und der zweite Punkt ist, und nahm nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teil. Das hört sich für mich schon an, als ob er heute einfach gefühlt vom Weserstadion weggeblieben ist. Sieht Marvin durch gar nicht ähnlich zu dem wie wir ihn bis heute kennengelernt haben, also seit er von der Nova zu uns gekommen ist, bis heute finde ich schon, dass Marvin Ducks sich auch sehr mit dem Verein identifiziert hat und auch eigentlich alle Maßnahmen, soweit wir das zumindest immer mitbekommen haben, auch befolgt hat. Also das heißt, äh, gerade zu Corona-Zeiten gab es natürlich auch einige Maßnahmen, die man da hätte befolgen müssen. Und soweit ich zumindest weiß, soweit vielleicht viele von euch wissen, soweit die Öffentlichkeit weiß, hat Marvin Ducks sich an diesen Sachen auch immer gehalten. Heißt. Nochmal, das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Was man auch dazu sagen muss, ist, ich, ich glaube persönlich auch, dass es nicht so etwas Schlimmes ist oder irgendwie er da bewusst drauf geschissen hat, sondern ich weiß nicht, wie soll ich es euch sagen? Vielleicht, ganz blödes Beispiel, vielleicht war er auf dem Geburtstag von irgendwem aus der Family und kam deswegen zu spät, hat daher dann die Regenerationsmahn und die Mannschaftsrechnung verpasst, weil, ich erkläre euch jetzt den Grund, warum ich das sage, weil, wenn es ja ein Stück was Schlimmeres wäre, würde nicht gleichzeitig dort auch stehen oder auch von Werder vermeldet worden sein, dass er am Donnerstag sich in die Vorbereitung für das Freiburg-Spiel mitbegibt wieder. Das heißt, er ist zwar gestrichen für das Paderborn-Spiel, aber gegen Freiburg wieder mit im Kader. Natürlich müssen wir jetzt auch, und das ist ganz klar, äh, wie gesagt, Grotto fehlt. Es fehlt äh, Marco Friede. Jetzt auch Marvin durch. Wir müssen natürlich umbauen. Auch das zeige ich euch gleich hier auch nochmal. Ich sehe auch im Chat ganz viele Meinungen schon. Finde ich auch super. Ähm, ihr könnt einfach auch, wie gesagt, auch abstimmen, ob ihr das jetzt gut findet, dass das die richtige äh, Entscheidung war oder auch schlecht findet. Ähm, wie ihr das seht, nur bitte tut mir einen Gefallen, interpretiert nicht zu viel rein. Man hat manchmal, man neigt manchmal dazu, direkt zu sagen: so, Ja, das ist ja vollkommen richtig. Also, wenn der sich nicht an die Sachen hält, dann raus mit dem, so nach dem Motto: Bitte nicht, also bitte nicht sowas machen. Das kann jetzt auch eine einmalige Geschichte sein. Erinnert euch damals an Marco Friedel, das war nochmal eine ganz andere Story. Ne? Und den mögen wir und lieben wir heute auch äh, immer noch. Ähm, deswegen möchte ich euch hier an der Stelle einfach auch da sagen. Bitte nicht irgendwie, ähm, ja, äh, jetzt Marvin Duchst da völlig verurteilen oder runter oder sonst was. Das finde ich persönlich nicht in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte sehr gerne die Gründe dafür gewusst. Es kann natürlich auch bewusst geheim gehalten werden, weil es vielleicht. Fans saurer machen würde, das kann auch sein. Das würde auch natürlich logisch sein, weil du willst natürlich jetzt nicht absoluten Unmut vorbereiten vor dem Paderborn-Spielen. Wenn es was Kleines wäre, dann denke ich mir auch wieder so ein bisschen, warum schreibt man es nicht einfach dazu? Aber ja, äh, da fangen wir auch schon wieder mit einer Sache an, die ich gerade selber gesagt habe, nicht zu viel rein interpretieren. Was wir aber jetzt unbedingt natürlich auch noch machen müssen, ist ja ganz klar, ähm, die Alternativen bauen. Das werden wir jetzt auch noch machen, denn wir haben ja zwei, drei Positionen, die wir umbauen müssen. Ich lese im Chat und gehe gleich auch noch mal drauf ein. Ich möchte nur, dass auch viele, die vielleicht jetzt nicht beim Livestream dabei sind, das Ganze im Nachhinein natürlich auch noch gucken können. Das versteht ihr mit Sicherheit. Ähm, bei der Umfrage sieht es übrigens aktuell so aus: 52% sagen Ja, richtige Entscheidung. Die ersten 125 Leute haben mit abgestimmt und 48% sagen Nein, falsche Entscheidung. Was ihr aber alle gerne machen könnt, ist schon mal einen Däumchen da oben da lassen, die 100 Likes reinmachen. Für auch jetzt, dass wir jetzt hier ganz schnell nochmal live gegangen sind, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, denn äh, ich war auch gerade äh, noch beim Family-Abend eigentlich, aber ähm, ja, ich gehe auch später wieder rüber sozusagen und äh, mache jetzt hier gerade nur. Dieses Video halt. Deswegen, Like da lassen, Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir schauen uns jetzt mal die Alternativen an, die denn auch Werder jetzt hat. Dadurch, dass auch äh, Grosso eben und Marco Friedel fehlen werden. Äh, und jetzt natürlich auch noch Marvin Dux. Die einfachste Alternative für Marvin Dux ist natürlich die, dass man einfach bürk in die Startelf tut. Ich glaube, dass das auch die meisten einfach sofort auf dem Schirm haben werden oder auch sagen werden: Ja, alles klar, dann machen wir. Äh, Unser Birk rein, seine Chance für die Startelf kann natürlich dann auch sein, und darüber müssen wir vielleicht auch reden, dass das Ganze sehr, sehr negativ für Marvin Dux sein könnte. Denn wenn ein Birk natürlich im dp pokal absolut überzeugt, dann kennen wir mittlerweile ja Ole Werner auch so gut, dass wir sagen können, er steht auf eingespielte Spieler. Die eben sich auch zeigen. Heißt absolut Riesenchance für Oliver Böhr, meiner Meinung nach. Ich meine, Torwart brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, der wird nicht rotiert werden. Pavlenka wird stehen. Jetzt die große Frage: Hier fängt es ja schon an. Rechter Innenverteidiger fängt es ja schon an. Wer wird spielen? Stark oder Pieper? Ähm, wenn wir jetzt mal, und ich sag nochmal, ich baue die ähm, wahrscheinlichste Variante und dann auch gerne nochmal meine eigene Variante. Das ist jetzt erstmal das, wie ich glaube, wie morgen. Ole Werner aufstellen wird. Das glaube ich, so wird morgen aufgestellt. Denn welkovic ist zurückgekehrt. Das heißt, er wird wahrscheinlich im Zentrum wieder übernehmen, um nicht zu viel Rotation zuzulassen. Dann wird er Pieper, je nachdem hier links spielen. Oder Kia Rodia. Warum Kia Rodia nicht? Weil ich jetzt sage, ey, äh, hier die ganz Jungen und so weiter. Nein. Hat ganz einfache Gründe. Kia Rodia kann auch mit dem Linken. Beziehungsweise ist Linksfuß und in der linken Innenverteilung Dreierkette hat man das natürlich viel lieber. Ich persönlich würde auch lieber einen Kirodia in, ähm, in diesem DFB-Konstellationsgeschehen ähm, sehen, äh, der sich dann beweisen kann, der sich zeigen kann, dem ich das auch absolut zutrauen würde in dieser Dreierkette, als dieses Experiment mit Pieper hier links, weil ich glaube, du verheizt den Typ. Zentral war schon nicht seine Rolle, jetzt steckst du ihn dahin, ist nicht seine Rolle. Das verfärbt so ein bisschen das eigentlich gute Bild von Pieper selber. Weiß ich nicht, was ich davon so ganz halten soll. Auf der 6 glaube ich persönlich, dass, ähm, oder bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, dass Ole Werner Gruev 1 zurückziehen wird. Dadurch wird dann Stay in die Startelf selber reinrücken, ähm, der dann eben die Gruev-Position übernimmt. Gruev selber wird die Grotto-Position übernehmen, also ein Stück was defensiver. Romano Schmied wird auch, wenn Bittenkot jetzt wieder da ist, gesetzt sein, weil er auch einfach ein absolutes Form -Hoch hat. Muss man dazu sagen. Äh, und ich sehe da einfach nicht äh, die Möglichkeit, dass man da jetzt irgendwie rotiert. Davon mal ab weiß man ja auch nicht, wie viel genau ist Leo und ist er auf kompletter Höhe wieder. Weiser und Jung dann eben auf den Außerteilpositionen. Und dann eben nicht Lux vorne, sondern eben Füllkug und Oliver Burke, der dann vorne spielen wird. Alles andere würde mich überraschen. Also screenshotet euch das hier von mir aus gerade. Äh, Steckt es in eure Story. Das ist meine Prediction. Das wird die Aufstellung sein. Die wir morgen sehen werden. Glaube ich persönlich. Also ich persönlich glaube, dass die so sein wird. Jetzt kommen wir aber zu Aufstellungen, die ich gerne sehen würde, wo ich sage, ey, das fände ich persönlich eigentlich ganz geil. Und das ähm, sieht jetzt wie folgt aus. Und zwar, Pipa wird jetzt hier auf die rechte Innenverteidigerposition gehen. Velkovic in die Mitte, Anthony Jung wird reinrücken, als nämlich linker Innenverteidiger, gelernter linker Innenverteidiger mit einem Linksfuß, der sich auf der Schiene immer wieder, ja, nicht schlecht präsentiert, er macht es gut für seine Verhältnisse, aber es ist natürlich trotzdem so, dass Jung einfach kein Schienenspieler ist und es tut mir so leid, ich mag den Jung total gerne, super gerne, er hat Zeit, Einsatz, er zeigt Willen, aber auf links, das, das funktioniert einfach nicht, es funktioniert einfach nicht und deswegen... Würde ich persönlich ihn viel lieber mit seinem Einsatz, seine Zweikampfstärke und auch eben als linker Linksfuß in der linken Innenverteidigung sehen. Buchanan dafür rein im DFB-Pokal. Jetzt muss ich hier schon den ersten streichen. Ähm, wo ist denn jetzt hier Stay? So, Stay, zack. Und dafür Buchanan rein, zack und dann eben Buchanan auf der linken Seite, was ich absolut gut finden würde. Ruhe würde ich lassen, weil er einfach aktuell da, das passt auch zu diesem Werner Ding, dieses rotierende und feste und stark hiermit dann eben die Chance auf der 6 geben, um sich zu beweisen. Ich finde Niklas Stark zeigt in jedem Spiel die Stärken und dem das, was er was, was wir eigentlich von einem Sechser wollen. ne? Was wir eigentlich von einem Sechser wollen, das zeigt stark immer wieder dieses offensive Verteidigen, nach vorne weg verteidigen. Absolute Kopfballstärke, super Stellungsspiel, hat ein Auge für seine Mitspieler, hat vor allen Dingen auch Tempo unterm Arsch und bei einem Ball gewinnt, antizipiert er extrem gut. Er, er holt sich den Ball, bleibt da nicht stehen, guckt nicht. Nein, er rennt mit dem Ball nach vorne, er treibt den Konter an. Das funktioniert natürlich auf dieser Sechserposition viel, viel stärker als in der Innenverteidigung, wo du, wenn du dann nach vorne gehst, auch automatisch hinter dir riesen Lücken aufreißt. Das ist ja klar. Weil wenn du als Innenverteidiger auf, äh, aufrückst, reißt du automatisch eine Lücke auf. Weiser, der eine bis hierhin eigentlich super starke Saison gespielt hat, hat jetzt beim letzten Spiel auch nicht so stark äh, gespielt, wie man ihn sonst auch kannte. Ich will nicht sagen, dass es an irgendwas Speziellem liegt. Es war ein Rahmen schwarzer Tag gegen Mainz. Aber Freunde, Pieper hat Weiser um einiges stärker nochmal gemacht. Warum? Weisers absolute Stärken ist die Offensive, ist die Ballführung am Ball selber. Pieper deckt ihm dahinter komplett den Rücken zu. Der ist so ein sicherer Stellungsspieler hinter Weiser, dass er ganz, ganz viel wegmacht und Weiser dadurch viel weniger Defensivbewegung mitgehen muss. Bei Stark. Wenn der mit aufruft und dann wir einen offensiven Weiser davor haben, ist absolut, absolut total krass äh, die, die Lücke hinter uns. So, weil ja beide dann vorne sind, versteht ihr? Und deswegen ähm, ist das für mich. Ähm, ist das für mich einfach eine, eine viel bessere Alternative, Pieper dahin zu setzen. Jung, wie gesagt, äh, auf der, auf, jetzt auf die linke Seite zu kommen. Buchanan, da hätten wir den richtigen Schienenspieler mit Tempo unterm Arsch, der wirklich die Linie hoch und runter bearbeiten kann, äh, der Flanken reinschlagen kann, der da auch eben wirklich ähm, diese, diese Chance sich verdient hat durch viele Einsätze auch. Jung ist ein gelernter linker Innenverteidiger, Nur für alle, die es noch nicht ähm, verstanden haben. Äh, jung ist gelernter linker innenverteidiger der ist kein außenverteidiger der ist gelernter linker innenverteidiger hat gefühlt von 20 jahren seiner karriere 18 jahre lang linker innenverteidiger gespielt also dass der das kann da mache ich mir gar keinen kopf drum das ist ähm, äh, ja das ist absolut äh, gesetzt für mich so linker innenverteidiger passt ähm, ja so und deswegen ähm, passt er für mich da absolut super rein also in der äh, Dreierkette ganz links äh, und jetzt noch mal ein Punkt zu jung äh, für mich persönlich über Außen äh, hat er einfach zu wenig Tempo in der Zentrale ist das Tempo aber absolut ausreichend meine persönliche Meinung Yannick an der Stelle Moin Nico grüß dich komm morgen eine Runde weiter Kurs, Kuss Kuss Mitglied seit zwölf Monaten so jetzt kommt die Frage rein spielt Friedel nicht die ersten Fragen sind schon da Friedel fällt aus Grosso fällt aus ich gehe jetzt ein bisschen im Chat ein Friedel geht auf, fällt aus Grosso fällt aus ähm, und Marvin Dux wurde aus dem Kader gestrichen, wegen Disziplinarmaßnahmen. So, weil er eben äh, einen Teil vom Mannschafts-, äh, von der Mannschaft, nee, von dem hatte komplett äh, verpasst, aber das ähm, sozusagen Ausruh-Rehabilitationstraining, äh, Ru Ruhemaßnahmen sozusagen, die hat er zum Teil verpasst. So. Und deswegen ist er aus dem Kader gestrichen worden. Habe ich am Anfang des Streams auch genauer erklärt. Da könnt ihr nochmal zurückspulen und dann werdet ihr genauer wissen, warum er gesperrt worden ist. Ähm, in der Abstimmung ist jetzt die Frage: Ist das die richtige Entscheidung oder nicht? Das ist sehr gespalten. Da sind 55% gerade für Ja, 45% für Nein. Ich verstehe beide Seiten, weil man sich natürlich damit auch ein Stück weit selber schwächt, ist klar. Ähm, 238 Leute haben mitgemacht. Ähm, da würde ich persönlich mich sehr, sehr auch freuen, wenn ihr in Däumchen da oben mal da lassen würdet. 100 Likes schnell voll machen. Aktiviert die Glocke, damit ihr diese Streams und diese News auch nie verpasst. Ja? Glocke aktivieren, Abo lassen Und ähm, ja, äh, Bittencourt ist auf der Bank, also der wird wieder mitkommen. Ähm, genau. genau, die Aufstellung von Nico ist die, die ich mit Bremen spielen lassen sehen möchte. Ja, wie gesagt, das ist auch meine Wunschaufstellung. Ne? So, ähm, wir brauchen schnelle Schienenspieler, vor allem gegen Paderborn. Deswegen Buchanan. Das wären zu viel Experimentary, Nico. Ich Stay, Velkovic und Burke sind schon genug Veränderungen. Ja, ich, Nico, ich verstehe dich da vollkommen. Außer bei dem Punkt, Jung als zentraler Innenverteidiger ist mir auch zu suspekt. Das, da stehe ich, bin ich nicht bei dir, ist aber auch vollkommen okay. Wir können ja auch verschiedene Meinungen haben. Denn Jung wurde da ausgebildet. Also auch in seinem damaligen Verein, wo er gekommen worden ist, hat er linker Innenverteidiger gespielt in Dänemark. Äh, ich, oder war das in Dänemark? Ich, meine letzte Station war in Dänemark. Ähm, und auch im Allgemeinen hat er auf der zentralen Innenverteidigerposition in einer Dreierkette oder auch als linker Innenverteidiger schon sehr, sehr oft gespielt und wurde dort eben Ausgebildet äh, hat das alles sehr sehr gut gemacht. Aber ich baue auch noch mal ganz kurz zurück, damit ihr seht, ähm, wie ich aber glaube, dass aufgestellt wird. Nicht, dass jetzt die Leute, die auch jetzt reinkommen, denken, was macht er da für ein Experiment. Das ist die Aufstellung, die ich glaube, die spielen wird. Ähm, und ja, Welkovic ist ja auch äh, routiniert. Der, der hat ein Spiel gefehlt. ist aufgemischt, kein, keine große Veränderung. Das hier würde mich sehr interessieren. Böck hier auf dieser Position kann vielleicht mit seinem Tempo über Außen oder auch in die Zentrale dann wirklich dem Gegner auch wehtun. Das könnte sehr, sehr interessant werden, ob und wie er das Ganze dann macht. Ähm, denn die große Frage ist ja, zwar steht in dem Bericht jetzt gerade noch, dass Marvin durch äh, gegen Freiburg aber wieder äh, mit im Mannschaftstraining erwartet wird von Ole Werner. Ähm, heißt aber ja nicht sonderlich viel, wenn, Ol wenn Oliver Burke das Ganze extrem gut macht. Vielleicht muss dann auch durch erstmal passen. Das ist natürlich möglich. So, jetzt möchte ich von euch gerne mal im Chat sehen. Schreibt mal alle, alle rein gerade. Wen würdet ihr für die Ausfälle sehen? Grosso, Friede und Marvin Duccht. Das heißt, drei Namen schreibt ihr jetzt rein, wer dafür reinkommt. Sozusagen, schreibt mal alle gerade rein, auch in die Kommentare unten, also unter diesem Stream, das ist ja gleich praktisch als Video noch da, ne, könnt ihr sehr, sehr gerne alle mal reinschreiben, was ihr für eine Aufstellungsvariante jetzt denn eben glaubt, wie wir dann spielen werden. Denn das ist natürlich äh, schon deutlich mehr Rotation, als wie man auch unter Ole Werner zum einen gewohnt ist, aber auch wie wir selber in letzter Zeit gewohnt sind. Ich meine, so viel rotiert wurde schon sehr lange nicht mehr, muss man schon sagen, ne? 15 Bong in Sturmstellen aus der U17, aha. <laughs> Durch ist nur ein Spiel, Urlaub. Genau. Also für. Er ist für das Paderborn-Spiel aus dem Kader gestrichen. Und ähm, am Donnerstag wird er beim Mannschaftstraining wieder erwartet. Bei Antwerpen hat einer. er hat vom, vom Bommel jetzt suspendiert. Okay. Buchanan Burke, Stay, Buchanan Stay Goller. Golla. glaubt ihr wirklich, dass Golla von gar keiner Option, nicht mal bei einer 2 äh, bei einem 2-0 Rückstand? galt er nicht als Option von der Bank, um irgendwie nochmal Tempo oder Offensivkraft reinzubringen, dass der jetzt in die Startelf kommt, kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Finde die Idee ganz nice, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. So würde ich es jetzt in dem Fall einfach ähm, mal beantworten, sage ich mal. Ähm, ja, fand aber die Idee gut. Äh, jetzt auch direkt nochmal hier Goller mal rein, ähm, Berg, äh, Midos, Stay, aber Stay sind auf jeden Fall viele. Niklas würde ich gerne mal sehen. Ja, Niklas Schmidt natürlich auch eine Alternative. Ähm, dass man auf einen nach hinten rückt und dann mit beiden Schmidis geht, weil man vielleicht halt gegen den ist, eher sagt: Okay, wir wollen jetzt oder wir brauchen da jetzt vielleicht nicht diesen klassischen Achter, sondern können vielleicht ein Stück offensiver gehen. Dann ist natürlich Niklas Schmidt auch eine Option. Ne? Egal wer spielt, es wird durchgezogen, bis man Sauerstoff zählt in der Genau Genauso ist es, Missler. Genauso sieht es nämlich aus. Wir müssen dieses Spiel, egal was jetzt für Personalsorgen und so weiter, jetzt gerade uns auch beschäftigen, natürlich von der ersten Minute an gut bestreiten. Zeigen, dass wir natürlich auch der Erstligist sind, zeigen, dass wir weiterkommen wollen. Und die Leute, die da am Ende auf dem Platz sind, die müssen eben wirklich absolut Vollgas geben. Und äh, darauf kommt es am Ende an. Ne? Ist Dinschi nicht verletzt? Nee, der war wieder da. Also der war, Dinci war gegen äh, Mainz auch schon auf der Bank wieder. Äh, ist wieder fit, sozusagen. Safe wird morgen Goller oder Dinci Einsatzzeiten bekommen. Denke ich nicht, dass man Birk 90 Minuten durchspielen lässt. Ja, könnte ich mir rein theoretisch vorstellen, denn es kommt aber auch aufs Ergebnis an, sage ich persönlich. Und eher noch Dinci als Goller, wenn ich an Ole Werners Perspektive jetzt denke. Ne? Ja, äh, Freunde, genau. Das so sieht es aber jetzt erstmal aus. Ich würde das Ganze jetzt hier auch an der Stelle erstmal so stehen lassen. Wie gesagt, checkt sehr, sehr gerne ähm, auf, dieser, auf diesem Kanal hier das Video zu Paderborn noch ab, denn ich hatte einen Paderborner Gast, der uns ganz viel auch davon erzählt hat, wie es bei Paderborn aktuell läuft. Äh, was ihr natürlich sehr, sehr gerne abchecken könnt und äh, bin ich auch sehr gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet. Habt da einen Talk gemacht, wie immer. Ne? Ähm, der hat auch sehr viel Spaß gemacht. Lasst auch da ein Däumchen nach oben da. Hier die 100 Likes mal machen, Abo da lassen und auch die Glocke aktivieren ganz wichtig. Ähm, und dann werden wir uns morgen Abend schon wiedersehen, denn morgen Abend werden wir. Ähm die Bibo Stream logischerweise so ich glaube 18 Uhr spielen wir das heißt äh, ich denke mal so ab 16:30 Uhr circa sind wir dann online und werden dann ähm, ja anfangen und machen dann praktisch hier weiter Dann werden wir eine Livestream 11 machen und dann auch einfach mal drüber quatschen was euer Bauchgefühl ist und was ihr eben glaubt ne ähm, ja und dann gucken wir mal wer jetzt eben aber noch von mir Fragen beantwortet haben möchte oder sagt ey Nico äh, das und das äh, sag dazu noch mal was der schreibt mir einfach auf Instagram ich ich check äh, die Fragen bei Instagram auch ab, sonst auch gerne hier unten in den Kommentaren einfach wie gesagt reinschreiben, äh, was euch jetzt, was ihr euch jetzt noch fragt oder wo, wo jetzt noch der, ja, äh, die die Sachen sind, die Unklarheiten. Hier seht ihr auch. Äh, könnt ihr gerne einfach ein Follow da lassen? Schicke ich euch hier jetzt auch nochmal in den Stream rein als, als Link äh, zu für Instagram. Sonst gebt ihr einfach ein Reniko, dann kommt eigentlich meine Instagram-Seite auch bei Instagram. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ich bin jetzt erstmal raus. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch. Äh, muss das jetzt auch erstmal ein bisschen verdauen, hätte ich nicht gedacht. Die Umfrage schließe ich natürlich noch, das ist ja auch ganz klar. 300 Leute haben mitgemacht, 56% sagen ja, richtige Entscheidung, 44% sagen nein, falsche Entscheidung. Also bildet eure eigene Meinung und dann ähm, ja, werden wir morgen wieder darüber.